mit dem Mikro ein bisschen besser, hört man mich auch bis hinten hin. Ich versuche jetzt alles super, klasse. Also, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier eingeladen bin. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ihnen allen nochmal ein frohes neues Jahr. Was für ein wunderbares Ambiente hier im Bundestag. Ist es nicht so schön? Da ist auch das Publikum nicht so nett und nicht so eloquent. Gestern haben wir uns wieder als Scheiß, genau. Gestern haben wir uns wieder als Scheiß-Nazis bezeichnen lassen müssen. Aber wir wissen, je lauter die schreien, gerade die außen, aber auch die, die im Bundestag sitzen, die genauso ticken, desto eher haben wir recht, liebe Freunde, wir sind die einzige Opposition in diesem Land. Ja, liebe Freunde, das Jahr fing ja im Gegensatz zu der Thematik des heutigen Abends nicht ganz so friedlich an, sondern sehr brutal. Zu Silvester konnten die uns 2015 versprochenen Raketenwissenschaftler endlich ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die brutale Böllerbilanz hier, allein in Nordrhein-Westfalen 6.000 Polizisten im Einsatz, 556 Verletzte, 233 Festnahmen und das nur hier in NRW. Deutschland versank mal wieder im Chaos. Und woran lag's? Die passende Antwort hat uns natürlich zum einen erstmal der öffentlich-rechtliche Rundfunk geliefert. Schuld an den Silvesterkrawallen seien so ein ARD-Journalist, Gruppen, dynamische Prozesse und natürlich ein gesamtgesellschaftlich großer Druck. Und der Ex-Innenminister von Niedersachsen, seit gestern unser neuer Verteidigungsminister, Herr Pistorius, mutmaßte, dass es überwiegend junge Männer zum Teil aus dem rechtsextremen Milieu gewesen seien, die das Silvesterchaos veranstaltet haben. Ja, klar, Boris, genau. Nun wurden ja in Berlin die Namen dieser jugendlichen Männer, die angeblich zum Teil aus dem rechtsextremen Milieu stammen, veröffentlicht. Der häufigste Name unter den Tatverdächtigen auf Platz 1, Mohammed mit 2 M. Platz 2, Ali, 12 Mal. Auf Platz 3, Mohammed, 11 Mal. Auf Platz 4, Mohammed, diesmal mit 3 M. Platz 5 teilen sich Hamza, Abdullah und Ahmed. Ich will nichts sagen, aber mich überrascht es schon ein bisschen, dass Mohammed, Ali und Abdullah angeblich die häufigsten Vornamen unter Rechtsextremisten sein sollen, liebe Freunde. Herr Pistorius weiß doch offensichtlich mehr als wir. Und welche Konsequenzen zieht nun die Politik daraus? Natürlich die falschen. Nun soll ein Böllerverbot her. Das ist das ewig gleiche Spiel. Die Politik schafft ein Problem hier, die Massenzuwanderung und die fehlende Assimilation der Zugewanderten. Dieses Problem schafft weitere Probleme, hier die Silvesterkrawalle. Und diese Probleme sollen dann mit Verboten zulasten unserer Freiheit gelöst werden, hier mit einem Böllerverbot. Meine Damen und Herren, ich sage, wer A sagt, muss auch B sagen. Und meine Lösung für dieses Problem heißt A wie Abschieben statt B wie Böllerverbot, liebe Freunde. Und nein, anders als es uns vorgeworfen wird, lehnen wir eine Pauschalverurteilung von Migranten ab. Aber wir verschließen auch nicht die Augen. Und ich begegne vielen und immer mehr Migranten, die verdiente Mitbürger sind und die weder das Verständnis für das Gebaren brutaler Migranten haben, noch für die Politik dieser Bundesregierung. Und die denken sich zu Recht, dieses Land ist völlig verrückt geworden. Und damit haben sie recht, meine lieben Freunde. Die Einbürgerung darf erst der krönende Abschluss einer gelungenen Integration sein. Nur wer unsere Sprache spricht. Unsere Werte teilt und unsere Lebensweise bejaht, soll Deutscher werden können. Aber wenn jemand das tut, weil er unser Deutschland liebt, dann, liebe Freunde, ist er Teil unserer Schicksalsgemeinschaft.
Patrioten wie Imad Karim, die stehen uns tausendmal näher als irgendwelche linken Deutschlandhasser, liebe Freunde. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ein Privileg, das man sich verdienen muss. Sie darf nicht auf dem Altar einer utopiebesoffenen Multikulti-Ideologie verramscht werden, liebe Freunde. Deshalb werden wir jetzt vom Bundesvorstand, ich habe die Kampagne eingebracht, demnächst eine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, gegen die Blitzeinbürgerung der Ampelregierung vornehmen. Wir werden das in den nächsten Tagen vorstellen, weil wir kämpfen müssen, liebe Freunde. Ja, die brutale Böller-Bilanz zu Silvester, die Messerattacken. Der glücklicherweise gerade noch verhinderte Terroranschlag mit Rizin, der Mord an der Lehrerin, die Corona, die Energie, die Ukraine-Politik der Bundesregierung. Diese und andere Probleme bringen immer mehr Menschen zu uns. Sie wissen es alle, im Osten sind wir stärkste Kraft, im Westen bundesweit haben wir mittlerweile 16%. Denn egal, um welches Thema es geht, die AfD hatte immer recht und es wird immer mehr Menschen bewusst, liebe Freunde. Beispiel Corona und die Freiheitsbeschränkungen. Wir waren es, die eine Impfpflicht durch die Hintertür haben kommen sehen. Wir haben befürchtet, dass durch diese Impfpflicht eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Und wir haben vor den Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen gewarnt. Und was ist passiert? Man hat uns den Aluhut aufgesetzt. Man hat uns als Verschwörungstheoretiker verspottet. Und am Ende ist alles ganz genauso eingetreten, wie wir es vorhergesagt haben. Unsere Kritik an den Maßnahmen der Regierung war richtig, denn wir sind die einzige Partei der Freiheit, liebe Freunde. Stichwort Gender und die Sprachverhunzung. Die Menschen wollen diese politisch korrekte Sprachdressur nicht. 2/3 der Bürger haben keine Lust auf Gestotter. Gender vergewaltigt unsere Sprache. Das muss aufhören. Und mit Hilfe der AfD hat der Thüringer Landtag vor einigen Wochen dem ein Ende gesetzt. AfD wirkt. Wir sind auch die Anti-Gender-Partei, liebe Freunde. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir sagen als Einzige Nein zur GEZ-Zwangsgebühr. Nein zu öffentlich-rechtlicher Täuschungspresse. Genau. Denn wir wollen für unsere eigene Verunglimpfung nicht auch noch zahlen müssen. Wir wollen freie und unabhängige Medien, denn wir, liebe Freunde, sind auch mittlerweile die einzige Partei der Meinungsfreiheit. Stichwort Zustand der Bundeswehr. Wir haben immer beklagt, dass unser Militär kaputt gespart werden. Wer erst dann aufrüstet, wenn der Krieg eintritt, der hat bereits verloren und er macht unsere tapferen Soldaten im Ernstfall zu Kanonenfutter. Damit muss Schluss sein, liebe Freunde, das ist unverantwortlich. Unsere Soldaten brauchen Anerkennung und Deutschland braucht ein starkes Militär. Wir sind nämlich auch die Partei der Bundeswehr. Nächstes Thema, Migration, eigentlich mein Lieblingsthema. Wir haben immer vor der Kriminalität gewarnt. Wir haben immer vorhergesehen, dass es zu Sozialmissbrauch kommen würde. Und wir haben der Islamisierung den Kampf angesagt, denn wir wollen nicht, dass Berlin zu Bagdad wird, liebe Freunde. Deswegen sagen wir, Grenzen schließen, Illegale abschieben. Wir sind auch die Partei der Remigration, liebe Freunde. Denn durch den Krieg in der Ukraine, durch die Energiekrise und durch die Inflation haben die Menschen viele andere Krisen völlig aus dem Blick verloren, die unseren Frieden gefährden. Und das trifft insbesondere die immer weiter verschärfende Migrationskrise. Erst grausame Messermorde wie jüngst in Ludwigshafen schärfen wieder die Sinne für die Migrationsproblematik. Hier ein paar ganz nüchterne Zahlen. Im ersten Halbjahr 2022 ist die Bevölkerungszahl in Deutschland erstmals über 84 Millionen gestiegen.
Das liegt aber nicht an erfolgreicher Familienpolitik. Das liegt auch nicht an erfolgreicher Demografiepolitik. Das liegt einzig und allein an gescheiterter Migrations- und Asylpolitik, liebe Freunde. Jährlich wandern etwa 200.000 Deutsche aus, von denen sind 76% Akademiker. Und die zu uns kommen, sind in der Regel nun mal wesentlich schlechter qualifiziert. Und es kommen viele. Laut OECD hat die Migration nach Deutschland im Jahr 2022 sogar das Krisenjahr 2015 deutlich überschritten. Aber wenn es nach der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson geht, ist das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, im EU-Parlament behauptet sie, Europa bräuchte nicht bloß hochqualifizierte, sondern auch gering qualifizierte Migranten. Sie sagt, wir müssen neue legale Wege auch für gering qualifizierte Migranten finden, damit diese in die EU kommen können, und warb damit für einen neuen EU-Migrationspakt. Und natürlich kommen gerade die gering oder gar nicht Qualifizierten zu uns. Logisch, wer unqualifiziert ist, liebäugelt mit einer Auswanderung nach Deutschland, denn jeder, der kommen will, darf bleiben. Und die anderen, dass sich unqualifizierte Migranten im Zuge staatlicher Förderprogramme zu Leistungsträgern entwickeln könnten, ist schlicht naiv, liebe Freunde. Mittlerweile sind 45% der Hartz-IV-Empfänger Ausländer. 2016 waren es nur 25%. Was, liebe Freunde, ist das anderes als die Ausplünderung unseres Landes? Wir sagen also Nein zur Plünderung unserer sozialen Sicherungssysteme, Nein zu importierter Kriminalität, ja zur Festung Europa, macht die Grenzen dicht, sonst kann es keinen Frieden mehr in Deutschland und Europa geben, liebe Freunde. Und insbesondere in diesen Monaten zeigt sich, dass wir auch in Sachen Euro und Inflation immer recht hatten. Die Zinspolitik der EZB bei galoppierender Inflation bedeutet, Sparer werden um ihre Altersvorsorge gebracht. Tüchtige Menschen, die hart arbeiten, werden kalt enteignet, weil ihre Ersparnisse keine Zinsen mehr abwerfen. Wir alle müssen aufgrund der Teuerung immer höhere Preise zahlen, ohne dass die Einkommen steigen. Und nein, daran ist nicht Putin schuld und auch nicht die Chinesen. Diese Probleme sind hausgemacht, liebe Freunde. Wir sagen Schluss mit der Absurde, Schluss mit dieser hausgemachten Inflation. Und ein weiterer Punkt, bei dem die AfD immer recht hatte, ist die desaströse Energiewende und die Atomkraft. Für die von Merkel über Nacht kopflos beschlossene Energiewende zahlen wir jetzt die Quittung. Aus ideologischer Verblendung hat man den Atomausstieg beschlossen, während sonst auf der ganzen Welt Atomkraftwerke gebaut werden. Und nicht vergessen, das haben nicht die Grünen beschlossen. Es war die CDU, die linksgrüne Politik gemacht hat. Und auf die Frage, warum ein Land die höchsten Energiepreise der Welt hat, kann es eigentlich nur eine Antwort geben, liebe Freunde, weil es die dümmste Energiepolitik der Welt hat. Und nun hat man uns auch noch Nord Stream 2 genommen. Im Zuge eines irren Wirtschaftskrieges gegen Russland, unter dem vor allem ein Land leidet, wir, Deutschland. Aber nationale Interessen zu formulieren, gilt ja mittlerweile als anrüchig. Stattdessen haben wir uns einer sogenannten wertebasierten Außenpolitik zu fügen. Und dies selbst dann, wenn das zu unserem Nachteil ist. Wir beteiligen uns in der Ukraine an einem Krieg, der nicht in unserem Interesse ist. Der nicht unser Krieg ist, liebe Freunde. Die uns mehr schaden als Russland. Wir steuern auf die Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit, Mangelwirtschaft, Energieexplosion und eine militärische Eskalation mit Russland zu. Umso wichtiger ist unser Drängen nach einer diplomatischen Lösung. Unsere Losung lautet: Krieg beenden, Sanktionen beenden, Diplomaten statt Waffen senden, liebe Freunde. Thank you.
der Bundesregierung mit dem Anschlag auf Nord Stream 2 wurden elementare Lebensinteressen von Deutschland verletzt. Und von Kanzler Scholz kaum ein Wort. Von Frau Baerbock, unserer Außenministerin, kaum ein Wort. Untersuchungen, Fehlanzeigen. Deren Ratschläge gehen in eine ganz andere Richtung. Heizen zu bestimmten Zeiten, weniger duschen oder besser gar nicht duschen. Man könnte auch sagen, wir sollen frieren gehen, Putin und stinken fürs Klima. Mehr politische Bankrotterklärung geht nicht, liebe Freunde. Ja, wir leben in Zeiten, die Probleme haben. Und diese Probleme sind gewaltig. Vor allem unsere energieintensiven Industrien, die uns den Wohlstand gesichert haben, sind gefährdet. Und wenn bei gleichbleibender Nachfrage eben weniger produziert wird, dann steigen die Preise, dann sinkt die Kaufkraft und dann steigt die Arbeitslosigkeit. Oder eben es kann gar nicht mehr produziert werden und tausende Unternehmen gehen pleite. Aber wie wir alle wissen, ist es ja bekanntlich nicht so schlimm, wie Robert Habeck meint, Unternehmen, die aufhören zu produzieren, sind nicht automatisch insolvent. Liebe Freunde, ein Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Es ist wie ein katholischer Priester, der nicht weiß, was eine Bibel ist, liebe Freunde. Und dann auch noch vor einem Wutwinter zu warten, ist zynisch, denn die Menschen sind wütend und sie werden noch wütender werden und das mit vollem Recht. Dabei ließ sich so ein Wutwinter ganz einfach vermeiden. Russland-Sanktionen beenden, Nord Stream 2 schnellstmöglich reparieren und wieder in Betrieb nehmen. Atomkraft ausbauen und wieder erneuern. Das wäre mal Politik für das eigene Volk, liebe Freunde. Damit wir im Winter nicht frieren und im Sommer nicht stinken müssen. So, und deshalb, liebe Freunde, braucht es eine starke, starke AfD. Denn die gegenwärtige Lage ist erschütternd. Beim Rentenniveau rangiert Deutschland im unteren Drittel, hat die niedrigste Eigenheimquote, die zweithöchste Steuerlast und die höchsten Energiepreise, aber zugleich eine deutlich überdurchschnittliche Lebensarbeitszeit. Ich kann es nicht anders sagen, wir werden seit langen Jahren von purer Inkompetenz regiert und es wird Zeit, dass die Herrschaft dieser Inkompetenz endet, liebe Freunde. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir diesen Kampf gemeinsam kämpfen. Friedrich Wilhelm I. von Preußen hat gesagt, Einigkeit macht stark. Und da wir stark sein müssen, müssen wir auch einig sein. Und stark. Stark ist unsere AfD nur, wenn sie geeint ist. Und Einigkeit ist keine hohle Phrase. Einigkeit ist die Voraussetzung für politische Gestaltung. Und deshalb ist so eine Veranstaltung wie die heutige, wo wirklich alle Strömungen vereint sind unter einem Dach, so wichtig, liebe Freunde. Denn Einheit ist notwendig, um Attacken von außen abwehren zu können. Und Einheit ist notwendig, um selber Attacken fahren zu können. Wir können und müssen natürlich lebhaft innerparteilich streiten. Konservative, Nationalliberale und Sozialpatrioten. Aber nach außen, liebe Freunde, brauchen wir Geschlossenheit. Hart in der Sache, kleine Rhetorik, fokussiert auf ein Ziel, ein besseres Deutschland. Das ist unsere gemeinsame Mission, liebe Freunde. Deswegen schließen wir die rein. Lasst sie uns einfach weiter jagen. Denn wir sind die einzige echte Opposition. Wir sind der Stachel im Fleisch der Altparteien. Weil wir unser Deutschland eben nicht den Deutschlandhassern überlassen dürfen, liebe Freunde. Weil es ganz einfach ein wunderbares Land ist, das es verdient hat, gerettet zu werden und weil es unsere verdammte Bürgerpflicht ist, es in Wohlstand und Frieden an unsere Kinder und Enkel weiterzugeben. Und für diesen Kampf, für unsere Heimat, für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder, für unser Deutschland müssen wir zusammenstehen, so wie am heutigen Abend, liebe Freunde. Ach, das ist ja lieb.
schön, das ist ja lieb. Ich bin auch gleich fertig, das kriege ich auch Arbeit. Vielen Dank. Und liebe Freunde, wenn man uns vorwirft, dass wir ein anderes Deutschland wollen, dann stimmt das. Ja, wir wollen ein anderes Deutschland. Ein Deutschland, in dem sich alle an unsere Regeln halten, in dem es eine Willkommenskultur für Kinder und eine aktivierende Familienpolitik gibt. Ein Deutschland, in dem Frauen keine Angst davor haben müssen, nachts überfallen, vergewaltigt und ermordet zu werden. In dem unsere Kinder nicht mit Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen traktiert oder Lehrerinnen abgestochen werden. Ein Deutschland, in dem wir stolz unsere schwarz-rot-goldene Fahne schwenken dürfen, anstatt der regenbogenfarbene. Ein Deutschland, in dem man keinen Maulkorb gegen Corona tragen muss. Ein Deutschland, das diejenigen abschiebt, die abgeschoben gehören, aber das auch diejenigen aufnimmt, die uns voranbringen. Ein Deutschland, dem wir das eigene lieben können, ohne es dem Fremden zu opfern, liebe Freunde. Ein Deutschland, das sich nicht in unnötige Konflikte mit Russland treiben lässt, sondern das für Frieden und für Diplomatie steht. Und ein Deutschland, das unsere heimkehrenden Soldaten ehrt. In Deutschland, in dem man seine Meinung frei äußern darf, in dem es bezahlbare Energie und freie Fahrt für freie Bürger gibt. Ein Deutschland, in dem sich Männer und Frauen, Mädchen und Jungs nicht dafür schämen müssen, weiß und deutsch zu sein, liebe Freunde. Das ist ein anderes Deutschland. Das ist ein besseres Deutschland. Das ist das Deutschland der AfD. Denn wir sagen unser Deutschland zuerst. Vielen Dank.